Ja, willkommen zurück hier zu der Zombie-Klopperei. Wir spielen natürlich hier Dead Rising. Wir befinden uns am zweiten Tag. Oder genauer gesagt in Fall Nummer 4. Wir haben noch ein wenig Zeit. Das ist Fall Nummer 4 wäre hier diese andere Quelle. Oh, es ist der Baseballschläger kaputt. Wir nehmen jetzt hier da Leuten die Vögelchen gerade mal hier den Feigling, die Mission der Feigling. Weil wir noch ein wenig Zeit haben. Wir dürfen natürlich nicht zu viel Zeit verlieren. Oh, das war knapp. Aber vielleicht schaffen wir ja hier noch irgendwie uns ein paar Punkte zu holen. Wow. Wow. Ich weiß auch nicht, wie weit das weg ist. Also wir müssen immer auch das andere da im Auge behalten. Wenn das jetzt Richtung Rot geht, nachher hier der eine oder andere Fall da, beziehungsweise die eine andere Quelle, dann sollten wir auf jeden Fall umkehren. So, wir nehmen jetzt hier diese Kanister mit. Die sind immer gut. Die kann man immer gut gebrauchen. Folg uns doch nicht hier rein. Okay, die ist jetzt schon kaputt. Verdammt. Aber wenn wir jetzt unser langes Küchenmesser, das haben wir gerade den dicken Kerl abgenommen, hier diesen übergewichtigen. Da können wir natürlich auch mal testen, was das hier so bringt. Aber hier hätte ich lieber eine Waffe, die ein bisschen mehr Reichweite hat. Wobei das Küchenmesser schlägt sich gerade wunderbar. Es gibt ja hier fast Combo-Kills. Mal gucken, wo wir hier überhaupt hin müssen. Hier war ja schon mal was gewesen und wir haben es leider nicht gefunden, wo wir rein müssen. Ich glaube, es könnte hier sein. Oh, ist es hier? Ist das hier? Feigling? Ist hier die Mission Feigling? Nein, hier ist nicht die Mission Feigling. Vielleicht können wir einmal auf die Karte gucken. Vielleicht sehen wir es, wo es sein könnte. Wir sind da. Ach, ein Geschäft weiter ist der Feigling, oder wie? Wir sind der rote Punkt und daneben ist das Fragezeichen. Also es muss irgendwo hier sein. Ein Geschäft weiter wahrscheinlich, okay. Oh. Wie komme ich da rein? Vielleicht hier im Baumarkt. Ja, hier sind auch sehr viele Kettensägen und alles Zeugs, was wir gut gebrauchen könnten. Gordon, okay. Oh, ich wollte nicht den... Ja, jetzt wir möchten alles außer hier mit Gordon, genau. So. Nein, hau ab. Nein, wir hauen nicht ab. Wir quatschen nochmal mit dir. Hier ist es zu gefährlich. Mach schon. Hilf mir, ich bin zu jung, um zu sterben. Ja, dann, ich weiß, deswegen solltest du mal mitkommen. Nein, ich darf nicht sterben, ich darf nicht. Okay, hey. Hey, nein, hau ab. Macht er jetzt wieder hier genau das Gleiche? Hier ist es zu gefährlich, mach schon. Boah, was ist er für ein Honk hier? Ach, Gordon. Gordon, komm mit. Okay, Gordon bleibt hier. Toll, wieder jemand, der nicht mitkommen möchte. Hätten wir uns wieder alles sparen können. Was sagen hier unsere Waffen? Ich behalte jetzt erstmal hier dieses Messer ausgerüstet. Und langsam müssen wir auch zurück. Unsere Hauptmission ist hier langsam am Ablaufen. Die geht langsam Richtung roten Bereich. Oh, Stau. Shake, 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 shake. Erste Messer ist kaputt. Jetzt haben wir nur noch dieses kleine Kampfmesser. Deutlich schlechtere Reichweite. Ich möchte einmal hier eine andere Quelle auswählen. So, jetzt müssen wir uns wieder beeilen. Mein Gott. Und das wieder alles für umsonst. Die Mission mit den Dicken war umsonst. Die Feigling-Mission war umsonst. Toll. Ach, ich hätte wenigstens ein Foto hätten wir davon machen können. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Naja, egal. Die Fotos geben ja Punkte und Punkte geben uns dann Levelaufstiege. Zack, zack, zack. Der Weg ist, glaube ich, mittelweit. Hier hoch? Nein, doch nicht hier hoch, außenrum, okay. Hier das mit den Skiern war auch cool.
Bums. Yeah. Wir machen den Weg frei. Sonnenschirme. Schade, da ich die nicht mitnehmen kann, da vorne in den nächsten Abschnitt. Also zumindest, wenn es gleich durch die Tür durchgeht. Es wird sicherlich einiges leichter machen. Oh, was haben wir hier? Behold! The end of the world is upon us. Death itself has overflowed upon the world, defiling us all. The only path to the salvation of the soul is the purging of the tainted blood. Unbeliever in our midst. If we are to achieve salvation, his blood must flow. He must be purged. Spill his blood. The blood of the heretic. Oh, was ist das für ein Freak-Verein? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Mission ist. Ich glaube, wir haben es eilig. Ich glaube, wir müssen erstmal zur Hauptmission. Das ist erstmal wichtiger. Aber darum werden wir uns ein anderes Mal auf jeden Fall auch kümmern. Was war das für ein Verein? Voll die Irren. Oh, gleich geht der Schirm kaputt. Jetzt ist der Schirm leider hinüber. Oh, shit. Also den Verein, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Und wir müssen ja dieses Mädel da rausholen. Oh, unsere nächste Waffe, die kaputt gegangen ist. Nicht, dass das arme Mädchen da in der Kiste noch abgestochen wird von den Irren. Okay, das Messer, das packe ich direkt mal ein. Wir brauchen neue Waffen. Vielleicht klettern wir hier mal seitlich hoch. Dann müssen wir nicht durch den Aufzug. So, ups. Oder jetzt bloß nicht runterfallen hier. Da lang... Und dann den Knüppel. Ach, den Knüppel lassen wir liegen. Da oben liegt ja der Baseballschläger und der ist deutlich effektiver. Der ist schneller und hält mehr aus. So. Okay, wir sind fast da. Wir sind noch rechtzeitig. Diese Reihe ist ja gerade, wir machen noch ungefähr, 20 Minuten. So, wenn wir schon mal hier sind, dann speichern wir doch einmal direkt. Speichern, das kann nicht schaden. Jo, einmal hier speichern. So, wieder alles gerichtet hier.
Isora hatte das Fenster aufgemacht, aber das Fenster auf ist natürlich zu laut, wenn da draußen die Autos fahren. Da habe ich keine Lust drauf. So, Gordon ist gestorben. Mal gucken. Ist das jetzt hier? Da, wo wir hin müssen? Frank, oh, lass uns das reden, der Professor. Okay. Ja, toll. Es ist schon rot. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich hier sein soll. Auf jeden Fall, hier ist unser Ziel doch, oder nicht? Ich verstehe es jetzt gerade wieder nicht genau. Hier, ja, auf jeden Fall müssen wir hier sein. Ja, wir warten jetzt hier. Also, jetzt nochmal irgendwo anders hinzugehen, das wäre blöd. Es ist ja fast abgelaufen. Komm, wir können mal hier zu den Dicken da beiden reingehen. Sagen wir da nochmal Hallo. Man, you saved my life. Okay. Yeah, wir haben ja Leben gerettet ganz am Anfang des Spiels. Die waren beide auf dem Dach gewesen, wo der Aufzug ist. Wo war denn hier der Ausgang? Da stand doch mal der Carlito. Ganz am Anfang, als wir hier mit dem Heli abgesetzt wurden. Ja, wir müssen jetzt einfach hier warten. Zeit totschlagen. Anders kann man es nicht nennen. Kommen wir da auch noch hoch? Nein. Unsere Mission muss da unten sein. Wir können ja gleich nochmal auf die Karte gucken. Aber wir warten jetzt auf jeden Fall ab. Das ist ja schon wieder im roten Bereich. Wir haben 2-1 dadurch ja schon mal verpasst. Also wenn er zu früh da ist, dann geht wohl diese Cutscene nicht an. Ich gucke nochmal auf die Karte, ob es tatsächlich hier ist. Aber ich meine, es ist hier. Ja, es ist genau hier. Da und unser Ziel, da. Wir müssen warten. Haben wir den Baseballschläger eigentlich vorhin eingepackt? Ne, den haben wir noch nicht eingepackt. Den können wir ja vielleicht noch einmal holen. Ja, holen wir noch einmal den Baseballschläger und dann hoffen wir, dass es hier gleich weitergeht. Was sagt ein Otis? Ja, den Spruch kennen wir schon. Er hält Ausschau. Wo ist der Baseballschläger? Da ist der Baseballschläger. Na, ich wollte nicht das Gerüst, ich wollte den Baseballschläger. Wobei das Gerüst auch nicht verkehrt war. Das hat mächtig Power, nur leider ist es sehr unhandlich. Dauert sehr lange, bis er da geschlagen hat. Der liebe Frank. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass man jetzt hier warten muss und nicht schon vorher da die Mission anfangen kann. So, wir gehen jetzt wieder hier rein und hier mit Brad geht leider immer noch nichts. Jetzt gehe ich nochmal hier rein. Nicht, dass hier gleich die Mission abläuft. Ihr redet nicht mit Schmierblatt-Reportern. Okay, dann mache ich jetzt mal ein Foto davon. Kamera, dahin. So, und komm, muss mal ein paar Punkte. Oh, es waren aber wirklich nicht viele Punkte. Vielleicht können wir noch ein Foto hier vom Brad machen, wie der da liegt. Können wir noch ein bisschen heranzoomen. Komm, wir zoomen nochmal ran, da ist er größer drauf. Ah, immerhin 100 Punkte für Brad. Ja, das ist jetzt nervig, diese Warterei. Aber was anderes machen wir jetzt bestimmt nicht mehr. Komm, ich mal von euch beiden auch nochmal ein Foto. Alright. Komm, bitte lächeln. Perfekt. Oh, es gibt sogar mehr Punkte. 250 Punkte. Ja, wie lange dauert denn das jetzt hier noch? Ja, das ist jetzt echt nervig. Das stört mich jetzt hier gerade. Zieht ja gleich den Schläger über dem Kopf da. Die Tür ist immer noch hier verschweißt. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Naja, was machen wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch ein paar Sekunden wohl. Wir können ja nochmal den Aufzug aufmachen und dann kloppen wir einfach nochmal ein paar Zombies. Weil wir machen davon ein Foto. Da sind ja richtig viele Zombies drin. Oh, ist die Kamera gleich Akku leer oder was ist das hier? Akku ist leer, okay. Oder was heißt das? Die Batterie ist leer, wechseln Sie die Batterien. Und wo kriege ich neue Batterien her? Das wüsste ich auch ganz gern, wo man Batterien herbekommt. Das seid alles nur ihr Schuld. Bing, bing. Ja, kaputti Rutsch. Gibt's hier irgendetwas? Oh, der wird bestimmt Boom machen.
möchte aber eigentlich ungern den Schläger hier missbrauchen jetzt die ganze Zeit. Nicht, dass er noch kaputt geht. Und Rams. Naja, vielleicht geht's ja jetzt. Der Mann mit der Machete ist ja hier auch gleich abgelaufen. Oder er ist abgelaufen. Wahrscheinlich stirbt er auch. Vielleicht geht's ja jetzt hier endlich weiter. So, Chance auf Knüller vorbei. Aha, okay. Aha, eine Rockerbraut. Speichern, okay. Das wundert mich, dass wir jetzt 4-1 nicht geschafft haben, weil wir waren doch die ganze Zeit da. Ja, wieso? Wieso haben wir das jetzt nicht geschafft? 4-1, das ist blöd, verstehe ich nicht. Mädchenjagd, okay. Na gut, wir haben jetzt, glaube ich, erst 20 Minuten gespielt, aber wir können ja noch einmal hier auf die Karte schauen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder alles ein bisschen längerfristig werden. Wo finden wir die? Einmal hier gucken. Ist das hier irgendwo auf der Karte eingezeichnet? Ach du Schitte, das ist ja ganz hinten. Wo war eigentlich das Kino? Das Kino ist Paradise Plaza. Das hier ist, glaube ich, das Kino. Wir könnten durchgehen noch einmal bis zum Kino und dann da speichern. Das können wir vielleicht noch machen. Ja, dann machen wir das noch einmal so. Und dann machen wir für diese Folge dann hinten im Kino Schluss. Wir haben leider immer nur die beiden Speicherpunkte hier. Also einmal hier im Überwachungsraum und im Kino haben wir einen gefunden. Einen weiteren Speicherpunkt habe ich leider noch nicht gefunden. Soll ja auf Toiletten soll man ja immer speichern können. Und so ein großes Einkaufscenter muss doch eigentlich noch mehr Toiletten haben als nur im Kino und hier oben im Überwachungsraum. Ah, okay, hier kommt ein Anruf. Otis hat gerade eine Polizistin gesichtet. Ging in ein Damenbekleidungsgeschäft. Hatte eine jüngere Frau dabei. Vielleicht ist das hier auch die eine Unbekannte. Okay, auch diese Kamera, das läuft immer so komisch, so ganz hart läuft das hier ab. So, okay, ich möchte nicht wieder so hart da runterfallen. So, bei den Fernsehern und booms. Dann machen wir hier schnell. Wir wollen schnell voran. Vielleicht schaffen wir es ja hier, bis das Spiel zu Ende ist, 1000 Zombies vernichtet zu haben. Wer weiß. Aber da hinten stehen jetzt ja die ganzen Irren. Die habe ich ja fast vergessen. Oh, da stehen die. Oh. Die zucken ein Messer. Mädchenjagd, wie der Punkt schon heißt hier. Aber mich wundert trotzdem, dass wir das eine jetzt nicht geschafft haben. Oh, nein! Ich glaube, wir nehmen einmal hier so einen Saft, so ein Säftchen. Und dann haben wir wieder mehr Energie. Der Baseballschläger, da ist er. Mann, hier sind aber wirklich viele. Wo ist eigentlich die Kiste übergeblieben oder hingekommen mit dem Mädchen drin? Oh, aber die bringen wohl nichts. Die scheinen nicht allzu stark zu sein. Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz auf dem Weg, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen näher als die andere Stelle im Überwachungsraum, wenn wir hier speichern. Boah, es ist ja hier mal richtig leer, sonst waren hier ja tausende Zombies. Wundert mich. Egal, wir gehen hier auf Toilette, speichern und machen dann hier in dieser Folge Schluss. Oder mit dieser Folge Schluss.
Wo ist es? Da. Bitte einmal speichern. Ja, es wird langsam spannend. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ob wir wenigstens etwas von den Fakten rausbekommen. Vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.